Anliegen ist das, dass man von klein auf einfach lernt, dass das normal ist, dass das nicht schlimm ist, dass jeder Mensch anders ist, dass jeder individuell ist, aber trotzdem es möglich ist, mit allen Menschen auf Augenhöhe zu sprechen und sie auch dementsprechend zu behandeln. Dass man nicht Angst hat vor Behinderung oder was auch immer, sondern einfach, dass man ein bisschen offener wird. Und dann durfte ich vor 10 Jahren hier bei der Lebenshilfe mit Behinderten Theater spielen. Und das war wie Weihnachten. Ich habe Wunder erlebt mit diesen Menschen. Ihre Spontaneität, ihre Herzlichkeit, ihre Ehrlichkeit, Direktheit. Die sagen, was sie denken, die zeigen, was sie fühlen. Barrieren gibt es noch sehr viele in unserer Gesellschaft. Leute, die mit Scheuklappen durch die Gegend gehen, die den anderen nicht anschauen, die keinen Kontakt wollen, die dem anderen nicht die Hand geben können. Viele glauben, dass Menschen mit Beeinträchtigung nichts kennen, nichts verstehen. Und das ist die Barriere im Kopf. Und die könnten natürlich auch abgebaut werden. Das Projekt der Lebenshilfe zu unterstützen, ist für uns insofern ein Anliegen, weil wir dadurch auch die Möglichkeit haben, Menschen, die beeinträchtigt sind, in die Kirchen und auch in der Umgebung einen Arbeitsplatz zu geben, eine Arbeit zu geben. Und dadurch haben sie eine große Möglichkeit, etwas für sich selbst zu tun, nämlich die Menschen einen wichtigen Bestandteil im Leben zu haben. Ich bin die Leiterin von einer Sparkassenfiliale mit Barrierefreiheit und wir setzen uns in der Sparkasse sehr stark dafür ein und haben großflächig die barrierefreien Filialen gestaltet, um den Menschen den Alltag zu erleichtern. Es ist mir eine ganz große Ehre, dass ich da dabei sein darf und dass ich vielleicht einen Schritt in diese Richtung ermöglichen kann, ein bisschen zu sensibilisieren und auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Scheuen Sie nicht den Umgang mit irgendwelchen Behinderten. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich hoffe, ihr seid da dabei. Habe die Ehre, da war der Titschütze. Jeden Tag gegen Barrieren in Kopf und Alltag. Lebenshilfe. www.gegenbarrieren.at